Gibt es im Ark-Universum etwas Schöneres, als auf einer brandneuen Map sich am Implantat zu kratzen, am Strand aufzuwachen, völlig nagelig, nicht zu wissen, was los ist und es regnet bei relativ wolkenfreiem Himmel? Die Antwort ist nein. Herzlich willkommen, liebe Rattenhorde, zu einer neuen Serie, in der wir uns The Lost Island von Ark angucken. Ich fange jetzt auch mal hier an zu laufen und erkläre dann so ein bisschen, was hier vor sich gehen soll. Ich möchte auf dieser Map spielen. Wir haben hier auf der Map zwei weitere Kumpels mit dabei. Die werden uns eventuell dann zwischendurch mal ein bisschen begleiten. Ich habe Mods installiert. Welche Mods das sind, weiß ich jetzt gerade gar nicht, sind 7 Stück. Ich weiß, wir haben eine Stack-Mod mit drin. Ich weiß, wir haben eine Dino-Storage-Mod mit drin. Wir haben eine, wo andere Dinos mit dazukommen. Wir haben eine, wo die Engramme alle automatisch freigeschaltet werden. S+ haben wir natürlich. Die Crafting-Skill-Potion. Dafür braucht man dann halt keinen Mindwipe machen. Joa. Wie gesagt, ich habe vergessen, irgendwas ist da noch mit drin. Wenn euch das interessiert, mache ich gerne einen Screenshot von meinen Server-Einstellungen und kann euch das dann mal zeigen. Schreibt es mir in die Kommentare, weil dann kann ich euch das zukommen lassen. So, wir brauchen einen Chibi. Chibi. Weiß nicht, ob wir den behalten oder ob wir uns später einen neuen machen. Werden wir dann sehen. Wir brauchen jetzt was zu essen. Ja, Ragboy, du bist natürlich ein bisschen spät bei der Party dabei. Die neue Map, die gab es ja nur sehr lange schon. Machen unser Inventar nebenbei mal sauber. Ich denke mal, dass wir sowieso mehrfach sterben werden. Kriegen wir alles wieder. Ich habe einfach über die Weihnachtsfeiertage absolut keine Zeit gehabt. Denn erstens mal Weihnachtsfeiertage, zweitens habe ich viel zu tun gehabt. Und als ich dann soweit war, also so zwischen Weihnachten und Neujahr, habe ich einfach nur ein technisches Problem nach dem anderen gehabt. Hab's auch nicht ganz verstanden, aber ist wie es ist. Ich habe ein neues Soundmodul, was nicht ganz so funktioniert, wie es soll, glaube ich. Bin auch ganz ehrlich, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das aufnehme hier. Denn die anderen Aufnahmen, die waren nicht brauchbar. War ein bisschen schade. Okay, jetzt können wir uns zumindest einkleiden. Ich habe meiner Mama einen wunderschönen Tisch gebaut und dieser wunderschöne Tisch, der hat leider länger gedauert, als ich mir erhofft hatte. Wesentlich länger, als ich mir erhofft hatte. So, den Skin drauf da, damit wir hier mal was Brauchbares haben. Auch hier. Was brauchen wir denn jetzt noch? Jede Menge Fasern wahrscheinlich. Wäre schön, wenn wir jetzt hier einen Moschups finden. Der Anfang von Ark ist natürlich immer, ich sag mal, relativ langweilig, weil halt nichts passiert. Bis in die späteren Level. Das heißt, ich werde immer mal ein bisschen hin und her springen. Wenn mal was passiert, wenn ich mal wirklich was mache. So, wir jagen jetzt mal unser erstes Viech. Armer Dodo. Und dann haben wir auch schon unser erstes Leder. Und selbstverständlich Fleisch. Max Level auf unserem Server ist 180. Das haben wir so eingestellt.
Es läuft auch gerade geringfügig besser als beim ersten Durchlauf. Einfach nur, weil wir noch nicht gestorben sind. So, jetzt brauchen wir noch Stein, damit wir die Zwille fertig machen können. Erstmal noch ein bisschen Leder. Oh. Ein ganz zäher Dodo. Das sollte auch reichen. Hier ist, da ist noch einer. Ja, und so sind die Dodos damals auch ausgestorben. Weil böse Ark-Spieler immer die Strände leer gemacht haben. Das ist wichtig, das brauchen wir auch alles. Dann würde ich sagen, ich baue mir mal gerade einen 4x4 Kasten hier hin, damit wir uns verstecken können. So, jetzt sind wir doch fürs Erste ganz gut aufgestellt. Wir haben unseren Mörser, eine Kiste, ein Bett. Ja, soweit bin ich schon gekommen. Und jetzt, wir haben hier Pferde. Schauen wir mal, was uns der Strand hier so bringt. Wir haben hier die unkaputtbaren Steine überall. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht überrascht von irgendwelchen Raptoren. Denn ich glaube, die Bola haben wir noch nicht freigeschaltet. Nein, dafür brauchen wir noch 2 Level. Dann schauen wir doch mal, was hier noch am Strand los ist. Es ist zwar nachts nicht immer unbedingt so eine gute Idee. Wir halten uns auch direkt am Strand und nicht irgendwie außerhalb. Danke, dass du mir mit deinen Toilettengeräuschen hier das Video versaust. Gucken, vielleicht kriegen wir ja einen Dillo. Oder einen Moshops. Oder ähnliches. Ist natürlich auch nachts in meinem ersten Spieldurchlauf, den ich ausprobiert hatte, war nachts irgendwie nichts los. Verstehe ich nicht, weil das ist bei Ark eigentlich kein Konzept, was es gibt. Aber nun. Ich sehe einen Dillo. Da ist noch einer. Welches Level bist du? Mal aus dem Wasser raus. Warum treffe ich denn jetzt nicht? Jetzt ist er tot. Scheiße. Oh, hallo. Das lief ja schon mal so semi-gut.
brauchen wir denn für den blöden Knüppel? Wir sind wieder im Tag. Wir holen jetzt unsere Sachen und knüppeln den Dillo dann mal ordentlich weg. Wir müssen den jetzt nur noch finden. Das ist übrigens der Gacha vom Weihnachtsevent. Das bist du. Das ist der, den wir erledigt haben. Okay. Da oben klingt es auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich. Nun, vielleicht hat der Gacha sich gekümmert. Schade, das wäre unsere erste 180er Kreatur gewesen. Wo ich wahrscheinlich kläglich dran versagt hätte. Seien wir mal ganz ehrlich, so viel Glück habe ich nur auch nicht. Ja, dann schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Die Strände leider relativ leer irgendwie. Bin da so ein bisschen mehr gewohnt von anderen Maps. Jetzt können wir auf jeden Fall Bolas machen. Wie ich diese scheiß Viecher hasse. Oh Mann, ey. Das war schon mal die erste Rache. Ja, Pegos und die liegenden Äquivalente. Das ist echt die Pest von dieser Map. Tudons, die gehören da auch noch dazu. Sind sie weg. Ganzes Leder, mein Essen. Weg. Ich hasse diese Viecher, die kommen auch aus dem Nichts. Vor allem, das waren jetzt drei auf einmal und ich glaube, da war auch einer mit Max Level dabei. Sehr schön. Da ist ein Moschups. Schauen wir mal, was er von uns will. Das haben wir leider nicht. Das tut mir leid, mein Gutser. Aber da ist noch einer. Mechobären. Haben wir Mechobären? Ich glaube, die haben wir gerade gefuttert. Haben wir doch eine. Gar nicht auf das Level geguckt. 120. Mal schauen, was er als zweites haben will.
eine Dame, was sie als zweites haben will. Tintobären. Tintobären haben wir auch. Sehr schön. Zack. Einmal füttern noch. Das dauert ziemlich lange. Oh, ist das, das war so klar, dass da jetzt sowas kommt. Ja, dann... Tipp. An rohes Fischfilet kommen wir nur jetzt nicht dran. Schade, es wäre zu schön gewesen. Diese leeren Strände, also irgendwo da hinten ist ein Raptor. Dem legen wir uns jetzt nicht an. Trotzdem sind mir die Strände zu leer. Also ein Dillo? Da ist auch einer. Ist 18 oder 118? 18. Und dein Kumpel? 108. 108 können wir machen. So, du musst jetzt ein bisschen hungern, damit wir dich in 1 wegzähmen können. Ach, Wildcard, mach das bitte heile, dass man per Escape dieses Menü schließen kann. Das nervt. Ich bin mir nicht sicher, wie lange unser Kumpel hier durchhält. Aber ihr könnt ja vorsichtshalber schon mal einen Namen in die Kommentare packen. Ja, Kumpel, dann zeig doch mal, was du kannst. Sieht aus wie so ein Igel. Sehr schön. Und auch schön viel Fleisch. Fantastisch. Ich würde auch mal behaupten, wir gehen jetzt zurück zur Basis. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg zur Basis noch etwas. Ja, so rottet man dann die Dodos aus. Mecho-Beere, das können wir. Tada! So, Mijo. Jetzt braucht man nicht mehr selber laufen. Und vor allem sammelt der Bären und Fasern ohne Ende. Freut er sich. Ja, ich denke mal, jetzt haben wir noch ein bisschen Aufräumarbeiten zu tun. Und falls euch das Ganze gefallen hat, bitte Daumen hoch. Namen in die Kommentare. Falls ihr Anregungen habt, Mod sehen wollt, Server-Einstellung. Auch in die Kommentare, lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin RedBoy3K. Schaut mir live auf Twitch zu oder folgt meinen Social Medias. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Tschö!